Letztes Jahr kam mein Amerika-Buch heraus. Die Fotos, die sind alle von 1981, von einem Roadtrip, den ich mit einer Freundin unternahm. Das Spezielle am Buch ist, dass ich mit verschiedenen Kameras loszog und dann auf der Reise noch immer mehr dazu kaufte. Und so entstand ein Buch aus gemischten Techniken, das vielfältig ist und spontan fotografiert. Und diese Art habe ich eigentlich beibehalten. Meine ersten Fotos überhaupt waren Fotos von Molcheiern. Da hatte mir der Biologielehrer die Kamera besorgt. Und das war eigentlich der Anfang meiner Fotokarriere. Ja. Am Anfang meiner Fotografien stehen eigentlich immer Beobachtungen. Ich sehe etwas, das mich interessiert, fasziniert, und ich sehe ein Bild. Und dann versuche ich natürlich, dieses Bild zu machen. Meistens habe ich eine Kamera dabei, aber auch nicht immer. Aber wenn es Naturorte sind, kann ich ja wieder hingehen. Und es ist dann schon immer ein bisschen anders, aber das ist so. Es ist auch das Schöne dran. Dann mache ich meistens mit verschiedenen Kameras Bilder. Es gibt hier so viele Kameras, weil es mich vor allem interessiert, wie die Kamera und natürlich auch die Filme das Bild beeinflussen. Ich kann den gleichen Gegenstand oder eine Blume oder was auch immer mit meinen verschiedenen Kameras fotografieren, kurz nacheinander, und das Bild, die Bildstimmung wird immer eine ganz andere sein. Und das ist, was mich interessiert. Und wenn ich dann eine Arbeit beginne, probiere ich aus, welche sich am besten eignet. Und manchmal entscheide ich mich dann für eine und manchmal brauche ich auch verschiedene parallel. Solange mich ein Motiv oder ein Thema fasziniert, arbeite ich daran, und das kann auch über Jahre sein und kann sich auch dann verändern. Und ich weiß aber nie, wann es beginnt und wann es endet. Irgendwie ist es einfach nicht mehr in meinem Fokus oder nicht mehr so stark in meinem Fokus, und andere Sachen interessieren mich mehr. Ich bin mit der analogen Fotografie groß geworden und mein Herz bleibt bei dem Analogen. Ich finde einfach die Anmutung, die Tiefe der Bilder schöner als beim Digitalen. Das Digitale ist irgendwie sachlicher und wahrscheinlich entspricht mir das Analoge mehr. Ich bin keine Studiofotografin. Meine Fotos, die passieren vor allem draußen. Und da kommt eben das Licht ins Spiel. Die Beleuchtung ist ein zentrales Thema für mich in der Fotografie. Das Licht ist eigentlich alles. Es moduliert die Welt und macht die Dinge auch schön, oder? Mhm.